Gut. Ja, dann haben wir noch ein bisschen. Wir sind hier am Ventil einstellen. Das Ventilspiel. Es ist auch schön, wenn man einem es beibringen kann, auch wenn sie interessiert sind und das, was man sagt, auch so umsetzen, wie sie es machen. Oder auch noch zum Teil noch selber Ideen einbringen. Also mir gefällt es eigentlich, auch mit einem Stift zusammen zu arbeiten. Ja. Es kommt darauf an, dass man genau arbeitet und halt, dass man miteinander kommuniziert, wie viel man noch drehen muss. Und nachher halt meine Stelle selber auch wieder sehr genau arbeiten, dass man keine Abweichungen hat. Also ein Jugendlicher oder ein Schüler, der halt gerne am Töffel schraubt oder irgendwie zu Hause ein Interesse hat an den Maschinen und so, dann ja, hat er sicher Ringer, dann ist einfacher als einer, der jetzt noch immer am Computer hockt, neben am Gamen oder etwas. Ja. Es sind also Tests gemacht, was er zu einem passen könnte. Dann kam halt mal der Beruf dazu und dann habe ich es halt geschnuppert und es hat mir besser gefallen als alles, was ich zuvor geschnuppert habe. Das ist manchmal schon recht anstrengend, wenn du so einen Arm unter jenen liegen musst, wenn du so rumwürgen bist. Und ja, in der Schule auch, musst du auch recht gut sein. Wenn du Interesse hast, geht es eine Art einfach, wenn du immer wieder mal etwas anschaust, auch in der Bude. Sachen, die wir gerade in der Schule durchnehmen, wenn wir Arbeiten dazu machen, geht das nachher von allein eigentlich. Bei uns war einmal ein Umbau und dann kam ein Mauer zu uns gekommen. Und das hat mich noch an dem zugeschaut, wenn er das gemacht hat. Hat mich sehr interessiert, dann bin ich schnuppern gegangen. Und ja, vom Käppel hat es mir auch gut gefallen. Und jetzt bin ich hier. Ja. Ja, tipptopp. Das ist sehr gut, das ist jetzt im dritten Lehrjahr, das ist nächstes Jahr fertig. Ja, sicher auf die Sicherheit, oder? Das ist sicher nichts passiert. Das ist sehr wichtig mit den Lehrlingen. Also super ist auch, sind die Weiterbildungsmöglichkeiten als Maurer, Vorarbeiter, Polier, Bauführer bis zum Baumeister. Also man kann sich sehr gut weiterbilden. Ich mache schon 20 Jahre. Ja, dass er gut arbeitet, sauber und genau, pünktlich ist, so Zeug, ja. Wenn man gut umgehen miteinander, dann bist du auch perfekt. Und er kann es. Mach's ja gerne. Ja, weil ich gerne in der Öffentlichkeit arbeite, mich körperlich anstrengen. Und weil er mir gefällt. Also man braucht Ausdauer, Teamkonfliktigkeit, man muss arbeiten können und mit einer Gruppe, mit mehreren Personen sich verstehen können. Also mir macht am meisten Spass, vor allem Steine setzen und das Belag einbauen und zwischendurch mal ein bisschen Maschinen fahren. Ich war viel müde am Anfang, sehr müde, konnte ich nicht arbeiten und ja, nach einer Zeit kommt das halt einfach. Du bist nicht mehr müde, magst arbeiten, weißt, was die Arbeit ist. Du kannst anpacken. Mein Papa ist auch Maurer und mein Onkel auch. Dann habe ich gefunden, ja, kann man mal machen. Bin ich morgen schnuppern gegangen und es hat mir mega gefallen. Und dann habe ich mich beworben und dann schlussendlich habe ich dann die Lehrstelle bekommen. Der Beruf ist sicher extrem abwechslungsreich. Du bist zwar auch in der Kälte draußen, aber für auch in den schönen Tagen, wenn die anderen drin sind und keine Sonne bekommen, haben wir halt auch viel Sonne. Im Gegenteil haben wir dafür im Winter halt auch wieder kalt, aber dann leistet sie genug warm an und dann geht das auch. Sie ist eine sehr gute Lehrtochter, muss ich sagen. Es ist nicht einmal viel anders, würde ich sagen. Es ist einfach, die Leute gehen manchmal vielleicht ein bisschen anders mit herum, als wenn du jetzt ein Bub wärst. Aber schlussendlich würden sie genau gleich zusammenschießen, wenn du etwas falsch machst. An dem einen Tag kommst du heim und denkst, dass jetzt gehen wir schlafen, das war es für heute. Und an einem einen Tag geht es noch. Dann kannst du noch, ich weiss auch nicht, einfach länger aufbleiben. Und dann, es kommt immer darauf an, was man macht am Tag. Aber meistens bist du schon eher kaputt, wenn du heimkommst. André, das Blau, das wir jetzt machen, ist heute dämmig. Mhm. Das ist alles dämmig. Der nächste Schritt, wenn wir heute Anschlusseisen wieder anzeichnen, für den Eisen legen, ja. Das ist die pünktliche, schraffierte Linie. Das Schraffierte ist Mauerwerk, das Pünktelte ist Beton. Mhm. Das müssen wir euch alles wieder anzeichnen. Auch die roten
Das ist eine Erdbebenbewährung. Das ist ja, wenn das Haus einmal ein Erdbeben kommt und wackelt, ja, sind das spezielle Eisen, eigentlich das Haus hebt und dann Eisen schlussendlich. Mhm. Alles andere könntest du abbrechen, im Haus passiert dir nichts. Ja. Vor allem die Zusammenarbeit von allen. Du kannst, egal wenn du etwas hast, du kannst so allen eigentlich gut und du kannst darauf verlassen, dass du eine Antwort überkommst. Egal wie doof das sie eigentlich auch schlussendlich mag sein, aber du wirst auch beachtet als Lehrling von jedem. Bei der Firma Käppeli merkt man gut, auch dass wirklich die Arbeiter das Wichtigste sind in der ganzen Firma, der grösste Wert hin. Und dass wirklich Teamarbeit, wie man hier sieht, ein guter Polier und ein super Lehrling, die gut Hand in Hand zusammenarbeiten. Schön ist auch, dass wirklich auf der Baustelle die verschiedenen Nationalitäten zusammenarbeiten. Wie ein Portugies, ein Schweizer Lehrling, ein Albaner als Bauarbeiter. Einfach, die arbeiten miteinander, fangen morgen um 7 Uhr an und hören um 5:30 wieder auf. Hier im Käppeli-Bau sind momentan 180 Arbeiter beschäftigt und davon sind 23 Lehrlinge. Und das Interessante für mich ist halt wirklich, mit den jungen, motivierten Leuten zusammenarbeiten, denen auch zeigen und sie einfach durch die Lehre, die 3- oder 4-jährige Lehre betreuen. Auch cool finde ich, dass man hier wirklich auf Zeit kann, dass man für die Lehrlinge da ist, wenn sie nämlich sind, um denen zu zeigen, was sie haben, dass sie auch gut ausgerüstet sind und dass sie eine gute Möglichkeit haben, nachher zum Weitergehen, also der Mauer nachher Vorarbeiter, Polierbau führen, dass man die unterstützen tut und dass man denen die Chance auch gibt. Das gefällt mir sehr gut in diesem Familienbetrieb.